Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Vergabe des 13. Dresdner Lyrikpreises heute. Ich möchte mich im Namen des Organisationsteams vom Erich-Kästner-Haus für Literatur ganz herzlich bei allen bedanken, die zum Gelingen dieses Wettbewerbs auch unter diesen ganz speziellen Pandemiebedingungen beigetragen haben. Durch die Veranstaltung führen wird sie die Übersetzerin, Dolmetscherin und Bohemistin Jana Krötsch. Zuvor bekommen Sie aber alle im Zuschauerraum noch eine ganz kurze Erklärung unserer technischen Leiterin Marie-Therese Überlein. Und nun wünsche ich Ihnen allen viel Vergnügen. Dobrý den, dobré poledne, zdravíme vás všichni a srdečně vás vítáme k akci udělení 13. Drážďanské ceny lyriky. Poprvé k nám, jako první k vám promluvila paní Andrea O'Brien, ředitelka literárního domu Ericha Kästnera v Drážďanech, který byl organizátorem této literární soutěže. Srdečně děkovala zejména svému organizačnímu týmu za výbornou práci, obzvlášť za těchto složitých pandemických podmínek. A přeje nám hezké odpoledne. Naše technická zodpovědná osoba je Marie Überlein, která vám vysvětlila, jak můžete používat funkci otázek a odpovědi, respektive i chatu. Máte dole na své obrazovce takové políčko otázky, odpovědi. Tato poznámka je zejména pro žurnalisty, žurnalistky, které by se chtěli obrátit na některou osobu z pódia. Pokud máte technické problémy nebo otázku k organizaci, tak využijte prosím funkci chatu, ten končí u paní Überlein. Já doufám, že jsem vám všechno dokázala vysvětlit, když tak se prosím ozvěte, provedu vás touto akcí a jako první programový bod přivítám paní Anne-Katrin Klepš, která je viceprimátorka zemského hlavního města Drážďan. Ja, einen schönen Sonntagmittag noch einmal an alle und herzlich willkommen zur Vergabe des 13. Dresdner Lyrikpreises, den die Landeshauptstadt Dresden und das Erich-Kästner-Haus für Literatur ausgelobt und durchgeführt, organisiert haben. Nun bereits zum 13. Mal. Wir danken insbesondere den Projektpartnern, der Tschechische Schriftstellerverband, die Literaturzeitschriften Tvar und Host sowie die Euroregion Elbe-Labe. Für finanzielle Unterstützung danken wir der Landeshauptstadt Dresden, der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, der heute hier auch vertreten ist, dem Tschechischen Literaturzentrum in Brno. Vážené dámy a pánové, zemské hlavní město Drážďany a literární dům Ericha Kästnera vypsali spolu Drážďanskou cenu lyriky a vítají vás na závěrečné akci této soutěže. Dnes se udělí 13. cena lyriky a kromě toho také cena publika. Partnery tohoto projektu byly Asociace spisovatelů České republiky, literární časopisy Tvar a Host, Euroregion Elbe-Labe, a za finanční podporu, která byla poskytnuta, děkujeme zemskému hlavnímu městu Drážďany, nadaci na podporu kultury svobodného státu Sasko, Česko-německému fondu budoucnosti a Českému literárnímu centru v Brně. Prosím teď paní viceprimátorku Drážďan, paní Anne-Katrin Klepš, o svůj proslov. Ich bitte nun die zweite Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Dresden, Frau Anne-Katrin Klepš, ihr Grußwort. Vielen Dank, Frau Krötsch. Liebe Mitglieder der Jury des Dresdner Lyrikpreises 2020, sehr geehrte Autorinnen und Autoren, sehr geehrte Partner und Unterstützer, insbesondere Frau Ernstberger vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds möchte ich grüßen und Rüdiger Kupsch vom Büro der Euroregion Elbe-Labe. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream, ich freue mich sehr, Sie zur Verleihung des Dresdner Lyrikpreises 2020 begrüßen zu können.
Besonders begrüßen möchte ich die Teilnehmerinnen und Zuschauerinnen aus unserem Nachbarland Tschechische Republik. Meine Damen und Herren, in diesem Jahr findet die Vergabe des Deutsch-Tschechischen Lyrikpreises wie so viele Veranstaltungen unter ganz besonderen Bedingungen statt. Aber Corona und der zweite Lockdown konnten uns nicht davon abhalten, den Dresdner Lyrikpreis 2020 auszuloben, eine Jury einzuberufen und auch eine Preisverleihung durchzuführen. Im Gegenteil, die Organisatorinnen des Lyrikpreises haben, so finde ich, aus der Not eine Tugend gemacht, sodass in diesem Jahr deutlich mehr Menschen über das Internet die Beiträge der Finalistinnen erleben konnten. Darüber hinaus wird in diesem Jahr erstmals ein Publikumspreis verliehen, gestiftet von der Euroregion Elbe-Labe, für deren Unterstützung ich Rüdiger Kupsch an dieser Stelle auch nochmal danken möchte. Für die Organisation des Lyrikpreises 2020 möchte ich besonders und stellvertretend für ganz viele Beteiligte, der Leiterin des Erich-Kästen-Hauses für Literatur, Frau Andrea O'Brien, sowie Juliane Moschell, Leiterin der Abteilung Kunst und Kultur im Amt für Kultur und Denkmalschutz der Stadt Dresden, danken. Meine Damen und Herren, die Literatur hat in diesem Jahr, in diesem außergewöhnlichen Jahr 2020, in der Situation einer Pandemie eine besondere Aufmerksamkeit erfahren. Buchhandlungen mussten im Frühjahr schließen und Lesungen konnten und können über viele Wochen nicht live stattfinden. Die beiden großen Buchmessen in Leipzig und in Frankfurt am Main fanden nur im Radio und im Internet statt. Und für viele Autorinnen und Autoren, die den unmittelbaren Kontakt zum Publikum suchen und die auch von Honoraren leben, ist das eine besondere, herausfordernde existenzielle Situation. Für Buchhandlungen und insbesondere für kleine Verlage ist dieses Jahr ebenso existenzbedrohend. Und umso wichtiger war es deshalb für die Kulturverwaltung der Landeshauptstadt Dresden, dass der Dresdner Lyrikpreis auch in diesem Jahr vergeben wird, um ein Zeichen für die Literatur und für die Lyrik zu setzen. Und ich freue mich sehr, dass trotz der besonderen Bedingungen in diesem Jahr zahlreiche Autorinnen und Autoren dem Aufruf des Wettbewerbs zum Lyrikpreis gefolgt sind, insbesondere auch von unseren tschechischen Nachbarn. Und ich danke allen Autorinnen und Autoren, die den Mut hatten, einen Beitrag für den Dresdner Lyrikpreis einzureichen. Liebe Autorinnen, Sie nehmen uns mit Ihren Versen und Gedichten mit auf eine gedankliche Reise. Sie lassen uns teilhaben an Ihrem Blick auf die Welt und Sie lassen uns mitunter schmunzeln oder auch nachdenklich werden. So ging es mir zumindest bei der Betrachtung der Videobeiträge. Und Lyrik ist insofern eine intellektuelle Form der Intervention und auch der Entschleunigung in unserer doch sehr funktionalistischen Welt. Ich möchte an dieser Stelle auch den Mitgliedern der Vorjury sowie der tschechisch-deutschen Hauptjury danken, die die eingereichten Beiträge mit der notwendigen Sorgfalt und der Sachkenntnis geprüft hat und diskutiert hat. Und auch wenn wir jetzt noch nicht wissen in diesem Moment, wer in diesem Jahr der Preisträger sein wird, ich gratuliere allen Lyrikerinnen und Lyrikern, die für die Endauswahl nominiert wurden. Und ich freue mich auf die Bekanntgabe des diesjährigen Preisträgers des Dresdner Lyrikpreises am heutigen Sonntagmittag. Und lassen Sie mich schließen mit einem Gedicht des in Dresden geborenen Schriftstellers und Namensgebers des hiesigen Literaturhauses Erich Kästner, ein Gedicht aus dem Jahr 1950. An die Maus in der Falle oder Freiheit und Christentum. Du rennst im Kreis und suchst ein Loch. Du rennst umsonst, begreif es doch. Besinn dich. Ein einziger Ausweg bleibt dir noch. Geh in dich. Soweit Erich Kästner vor gut 80 Jahren. Und ich danke Ihnen allen und wünsche uns nun eine gute Preisverleihung und eine doch auch inspirierende Diskussion für die Lyrik in der Gegenwart und Zukunft. Vielen Dank.
Vážení členové poroty Drážďanské ceny Lyriky 2020, vážené autorky a vážení autoři, partneři a podporovatelé, vážená paní Petro Erzberger z Česko-Německého fondu budoucnosti, vážený pane Rüdiger Kupši z Euroregionu Elbe-Labe, vážené divačky a vážení diváci live streamu. Jsem potěšená, že vás všechny mohu uvítat na slavnostním udělení Drážďanské ceny Lyriky 2020. Zejména účastníky a účastnice ze sousední země České republiky. Jako mnoho jiných akcí se i udělení Německo-České ceny poezie koná za zvláštních podmínek. Ale ani koronavirus, ani druhý lockdown nám nemohli zabránit v uspořádání této soutěže. Naopak, organizátorky ceny za lyriku udělali znouzecnost, takže se letos příspěvky finalistů mohlo vidět přes internet mnohem více lidí než zaživo. Kromě toho se poprvé uděluje cena publika Euroregionem Elbe-Labe. Za jeho podporu děkujeme panu Kupšovi. Za organizaci Drážďanské ceny Lyriky bych chtěla poděkovat zejména a za všechny zúčastněné ředitelce literárního domu Ericha Kästnera, paní Andreje O'Brien, jakož i paní Juliane Moschel, vedoucí oddělení umění a kultury v Úřadě pro kulturu a ochranu památek města Drážďan. Dámy a pánové, v tomto výjimečném roce se dostávalo literatuře v situaci pandemie zvláštní pozornosti. Zavírala se knihkupectví, několik týdnů se nekonala autorská čtení. Významné knižní veletrhy v Lipsku a ve Frankfurtu se uskutečnily jen v rozhlase a na internetu. Pro spoustu autorek a autorů, žijících z přímého kontaktu s publikem a z honorářů, je to výzva. Tato situace ohrožuje jejich existenci stejně tak jako existenci knihkupectví a zejména malých nakladatelství. O to větší význam mělo pro nás letos udělení Drážďanské ceny Lyriky. Chtěli bychom jako odbor kultury města Drážďan vytyčit milník pro literaturu a poezii. Mám radost, že se navzdory zvláštním podmínkám zúčastnilo soutěže velké množství autorek a autorů, zejména z našich českých sousedů. Děkuji všem, kteří měli odvahu zaslat do soutěže příspěvek. Berou nás svými básněmi sebou na svou myšlenkovou cestu, podílejí se s námi o svůj pohled na svět, vyvolávají úsměv nebo zamýšlení. Poezie je intelektuální podobou intervence a zpomalení v našem funkcionalistickém světě. Chtěla bych poděkovat členům obou česko-německých porot, kteří pečlivě a s odbornou znalostí prozkoumali a prodiskutovali zaslané příspěvky. Gratuluji všem básníkům a básnířce, kteří byli nominováni do finále soutěže. A těším se nyní na oznámení letošního výherce Drážďanské ceny Lyriky. Ráda bych svou řeč zakončila citátem spisovatele Ericha Kästnera, který je původem z Drážďan a dal jméno zdejšímu literárnímu domu. Myšce v pasti, aneb svoboda a křesťanství. Běžíš v kruhu a hledáš díru? Běžíš marně, pochop to. Uvaž, máš jen jedno východisko. Jdi do sebe. Takže na tomto místě bych chtěla poděkovat všem zúčastněným a popřát nám krásnou akci, napínavou, inspirující a také inspirující diskuze o lyrice, o poezii jako takové. Tak, děkujeme paní Klepsch za svůj projev. Wir danken Frau Klepsch für ihr Grußwort. Und ich bitte nun Frau Erzberger vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds um ihr Grußwort. Prosím tedy paní Erzbergerovou za svůj proslov, za svůj, o svůj zdravici. Vielen Dank, sehr geehrte stellvertretende Frau Bürgermeisterin Klepsch, werte Frau O'Brien, Herr Hayek, lieber Herr Kupsch,
liebe Autorinnen, Jurorinnen, Journalistinnen und Lyrics-Fans, die heute hier im Livestream dabei sind. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich im Namen des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds zur heutigen Preisverkündigung des 13. Dresdner Lyrikpreises. Wie schon Frau Bürgermeisterin erwähnt hat, die Corona-Pandemie lässt uns dieses Jahr alle neue Wege gehen. Ich freue mich und ich schätze es sehr, dass es den deutschen und tschechischen Organisatoren des Dresdner Lyrikpreises gelungen ist, das Projekt trotz der schwierigen Lage auf sozusagen online umzuschalten und somit eine zwar neuartige, aber bestimmt gelungene Realisierung zu sichern. Neben den leider wegfallenden persönlichen Begegnungen ermöglicht die diesjährige Online-Version jedoch paradoxerweise eine breitere Publikumsbeteiligung bei den Abstimmungen und damit auch einen mehr oder weniger lebendigen Kulturaustausch. Und es ist genau dieser Kulturaustausch, der uns, den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, wichtig ist, da er wesentlich zum Verständnis zwischen Deutschen und Tschechen beitragen kann. Literatur im Allgemeinen und Poesie im Besonderen sind dabei eine sehr spezifische und wichtige Komponente dieses Austausches, denn gerade darin wird die Gedankenwelt unserer Nachbarn sichtbar. Wir sind froh, dass sich der Lyrikpreis mit seinem Rahmenprogramm bereits seit dem Jahr 1996 zum festen Bestandteil des deutsch-tschechischen poetischen und lyrischen Austausches entwickelt hat. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Unsere Förderung des Lyrikpreises hat eine fast ebenso lange Tradition. Wir unterstützen das Projekt nun schon zum 11. Mal. Und es hat eine tiefe Logik. Denn hier ist so gut wie alles Deutsch-Tschechische konzipiert und auch realisiert. Von den beteiligten und prämierten Autorinnen mit ihren Texten bis hin zur Jury und zur öffentlichen Präsentation. Die Unterstützung dieses Projektes ist zugleich in einem breiten Kontext unseres Engagements im Bereich der deutsch-tschechischen Literatur- und Publikationsförderung zu verstehen. Im Schnitt fördern wir jährlich an die 50 Publikationsprojekte. Und in den letzten 5 Jahren haben wir mehr als 20 Poesievorhaben mitfinanziert. Darunter auch sehr umfangreiche, langfristig angelegte Projekte wie die Holland-Edition, aber auch ganz moderne, komplexe Vorhaben, wie zum Beispiel Versschmuggel, ein Literaturprojekt von der Werkstatt über die Publikation bis zu einer Lesereise in Tschechien und Deutschland. Ja, ich bin überzeugt, dass auch der aktuelle Jahrgang der Dresdner Lyrikpreises ein, sagen wir mal, Leuchtturmprojekt sein wird, nicht nur inhaltlich und künstlerisch, sondern auch durch die innovative digitale Realisierung dieses wichtigen deutschen Literaturpreises. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten aus Deutschland, aus Tschechien ganz herzlich für ihr Engagement, ihre Flexibilität und die Kreativität. In diesem Sinne wünsche ich allen toi, toi, toi. Vážená paní viceprimátorko, vážená paní O'Brien, vážený pane Hájku, vážený pane Kupši, milé autorky, milí autoři a členky a členové poroty, žurnalistky a žurnalisté, milovníci poezie. Srdečně vás všechny zdravím jménem Česko-Německého fondu budoucnosti na dnešním vyhlášení laureáta 13. Drážďanské ceny lyriky. Koronavirová pandemie přikazuje letos nové cesty nám všem. Mám radost a vážím si toho, že se německým a českým organizátorům Drážďanské ceny lyriky podařilo přepnout tento projekt navzdory všem překážkám do modu online. Tím zajistí nový způsob realizace ceremoniálu, který bude určitě také úspěšný.
Paradoxně nám letošní online verze Drážďanské lyrické ceny dává oproti bohužel nemožným osobním setkáním šanci mnohem širšího podílení se publika na hlasování a tudíž i víceméně živou kulturní výměnu. Právě společný kulturní zážitek je pro Česko-Německý fond budoucnosti tak důležitý, protože může přispívat k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci. Literatura a zejména poezie jsou přitom velmi specifickou a důležitou součástí této kulturní výměny, protože v nich můžeme sledovat myšlenkový svět našich sousedů. Jsme rádi, že se Drážďanská cena lyriky se svým doprovodným programem stala již od roku 1996 pevnou součástí německo-české spolupráce v oblasti poezie. Děkujeme vám za to. Skoro stejně tak dlouho tuto cenu podporujeme, letos již po 11. Naše podpora má tudíž tradici i hlubokou logiku, protože téměř celý proces oceňování a hodnocení je koncipován a realizován v obou jazycích. Od účastníků po vyznamenané autory s jejich texty až po složený porod a veřejnou prezentaci. Vidíme tuto podporu zároveň v širším kontextu našeho angažma v oblasti česko-německé podpory literatury a publikací. Každý rok podporujeme jako Fond budoucnosti průměrně 50 publikací. Za posledních 5 let jsme spolufinancovali 20 básnických projektů, mimo jiné rozsáhlé dlouhodobé projekty, jako je edice díla Vladimíra Holana, ale také moderní komplexní plány jako Překladiště, literární dílna s publikacemi a čtením v obou zemích. Jsem přesvědčena, že i letošní ročník Drážďanské ceny lyriky bude majákem, nejenom obsahově a umělecky, ale i svou inovativní digitální realizací této významné česko-německé literární ceny. Děkuji všem zúčastněným z Německa i Česka za vaše angažmá, flexibilitu a kreativitu. V tomto smyslu toj, toj, toj. Vielen Dank, Frau Ernstberger. Tak, sme trošku ve skluzu. Wir haben ein klein wenig zeitliche Verspätung. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen jetzt die Hauptjury und alle 10 Finalisten noch einmal kurz vorstellen, natürlich in beiden Sprachen. Einen kleinen Moment, ich werde jetzt meinen Bildschirm freigeben. Takže vám představím všechny členy hlavní poroty, které konec konců rozhodly o udělení Drážďanské ceny lyriky a také všech 10 finalistů. In der Hauptjury saßen der Lyriker und Essayist aus Deutschland Nico Bleutke, die tschechische Schriftstellerin und Übersetzerin deutschsprachiger Literatur Radka Denemarková. Členy hlavní poroty byli básník a esejista Nico Bleutke, kterého uvidíte nahoře, a spisovatelka a překladatelka německojazyčné literatury paní Radka Denemarková. Dalšími členy hlavní poroty, odbornými členy, byl Petr Hruška, básník a literární historik, který českému publiku určitě nemusím představit, jenom tolik, i on už byl držitelem Drážďanské ceny lyriky, a to před 22 lety. Dalším členem poroty byla paní Utler, Anja Utler, spisovatelka, překladatelka a literární vědkyně. Die zwei weiteren Hauptjuroren, Fachjuroren waren Herr Petr Hruška, Dichter und Literaturwissenschaftler, selbst bereits Preisträger des Dresdner Lyrikpreises und hier in Dresden bekannt. Frau Anja Utler war als Schriftstellerin, Übersetzerin und Literaturwissenschaftlerin ebenfalls Mitglied der Hauptjury. Und ich begrüße Sie auch hier im Podium.
Dalšími členy hlavní poroty byly členy drážďanského zastupitelstva, tak se to stává dle stanov drážďanské ceny liriky, paní Kristiane Filius-Jine, pan Richard Kanjevský a paní Juliane Moschel, jak už jsem řekla, vedoucí odboru umění a kultury. Die drei weiteren Mitglieder der Hauptjury sind Vertreter der Stadt Dresden, so wie es die Satzung des Dresdner Lyrikpreises vorschreibt. Frau Kristiane Filius-Jene ist als Mitglied im Dresdner Stadtrat vertreten gewesen, ebenso Herr Richard Kanjewski und Frau Juliane Moschel, die ansonsten im Amt für Kultur und Denkmalschutz den Fachbereich Kunst und Kultur leitet. Also diese Personen haben entschieden. Jetzt möchte ich Ihnen gern die 10 Finalisten des Wettbewerbs vorstellen. Ich würde das hier nur ganz kurz machen. Sie finden sämtliche Informationen auch auf der Internetseite. Dort haben Sie sich sicher ja auch schon die Videos angeschaut. Und es wird auch noch ein Buch im nächsten Jahr dazu erscheinen. Ernesto Castillo, geboren in Leipzig, schreibt Gedichte, die er teilweise auch vertont. Auch Künstlerbücher gehören zu seinem literarischen Schaffen. Ja, und er ist sicher auch bekannt als Mitbegründer und Redakteur der Berliner Literaturzeitschrift Lauter Niemand. Und ansonsten ist Ernesto Castillo auch Performancekünstler. Ernesto Castillo, narozen v Lipsku, píše básně, z nichž některé i zhudebňuje. Vytváří také autorské umělecké knihy. Byl spoluzakladatelem a redaktorem berlínského literárního časopisu. A mimo jiné působí také jako performer. Radek Friedrich z Děčína byl také nominován na letošní Drážďanskou cenu liriky. Publikoval své básně nejprve v literárních časopisech. V roce 1994 vydal společně s Tomášem Řezníkem svůj první svazek poezie Druhá strana. V roce 2012 obdržel známou českou literární cenu Magnesia Litera a byl také už několikrát nominován na Drážďanskou cenu liriky. Vyučuje na univerzitě v Ústí nad Labem. Aus Tschechien wurde nominiert Radek Friedrich, gebürtig und wohnhaft in Děčín, den wir hier in Dresden bereits gut kennen, denn er war schon einige Male zum Dresdner Lyrikpreis nominiert und auch aus Lesungen kennen wir ihn. Radek Friedrich hat seinen ersten eigenen Gedichtband 1994 veröffentlicht und zuletzt erschien die Linie S1. Den berühmten tschechischen Literaturpreis Magnesia Litera in der Kategorie Lyrik erhielt er 2012. Als deutscher Autor wurde weiterhin nominiert Johannes Koch, der im Übrigen auch Theaterstücke und Dramen, Kurzprosa und eben Gedichte schreibt, die in Anthologien und Literaturzeitschriften erscheinen. Johannes Koch schreibt auch unter dem Namen Feierkoch. Im nächsten Jahr wird sein Stück Anorexia Feelgood Songs in Magdeburg und Braunschweig aufgeführt. Johannes Koch unterrichtet auch in Schreibkursen. Dalším nominovaným básníkem byl Johannes Koch, který píše též divadelní hry a dramata, krátké prózy také, které vycházely v různých antologiích a literárních časopisech. Píše také pod jménem Feierkoch. V příštím roce bude jeho hra Anorexia Feelgood Songs uváděna v Magdeburgu a v Braunschweigu. Koch vede také kurzy psaní. Vítáme pana Pavla Kolmačku, který byl taktéž nominován na Drážďanskou cenu liriky. Kolmačka pracoval mimo jiné jako učitel, ošetřovatel, překladatel a editor. Začal v 80. letech vydávat své texty v samizdatu, protože to tenkrát jinak nešlo. Až v roce 1994 byla poprvé oficiálně vydána jedna z jeho básnických knih. Následovaly další publikace a napsal také román Stopy za obzor.
Ein weiterer tschechischer Schriftsteller, der für den Dresdner Lyrikpreis nominiert wurde, ist Pavel Kolmatschka. Auch ihn kennen wir hier in Dresden bereits. Er hat unter anderem als Lehrer, Krankenpfleger, Übersetzer und Redakteur gearbeitet und seine Texte zunächst im Untergrund veröffentlichen müssen, bevor das nach der politischen Wende dann auch offiziell möglich war. Sein erster Gedichtband erschien dann 1994 offiziell. Kolmatschka schrieb außer mehreren Gedichtbänden auch einen Roman. Vítáme jako dalšího nominovaného básníka, pana Ondřeje Kristýníka z Mariánských Lázní, teda tam se narodil. Jeho básně byly publikovány v českých literárních časopisech Host, Tvar, Souvislosti a v jiných a v roce 2017 účinkoval na Festivalu českého jazyka a literatury Šrámková Sobotka. Wir heißen ebenfalls herzlich willkommen den tschechischen Dichter Ondřej Kristýník, geboren in Marienbad und nominiert für seine eingesandten Gedichte für den Dresdner Lyrikpreis. Kristýníks Gedichte erschienen bislang in tschechischen Literaturzeitschriften und er trat 2017 beim bekannten tschechischen Sprach- und Literaturfestival Šrámková Sobotka auf. Vítáme taktéž nominovanou básnířku Kateřinu Atrin Matuštík z České republiky. Je spisovatelka a učitelka češtiny pro cizince. V roce 2018 vydala svou první básnickou sbírku, Bildungsroman. Její básně byly publikovány také v českých literárních časopisech Host, Tvar a Souvislosti. Je také členkou společného performančního projektu Axis. A to, že je i performátorkou, bylo určitě vidět v jejím videu. Wir begrüßen weiterhin als nominierte Dichterin aus der Tschechischen Republik Kateřina Atrin Matuštík. Sie veröffentlichte ihren ersten Gedichtband Bildungsroman im Jahr 2018. Ihre Gedichte wurden auch in tschechischen Literaturzeitschriften publiziert und sie ist darüber hinaus, was man sicher auch ihrem Videobeitrag angesehen hat, Mitglied im kollaborativen Performance-Projekt Axis. Unterrichtet im Übrigen Tschechisch für Ausländer. Arnold Maxwell ist ebenfalls für den Dresdner Lyrikpreis nominiert worden. Er ist Lektor, Herausgeber, Schriftsteller, Literaturwissenschaftler. Bislang sind bereits 3 Gedichtbände von ihm erschienen. Außerdem auch seine Gedichte in Anthologien und Zeitschriften. Und sie wurden mehrfach ausgezeichnet. Daneben forscht er zur westfälischen Literatur und ist am Dortmunder Fritz-Hüser-Institut für Literatur und Kultur der Arbeitswelt tätig. Herzlich willkommen. Vítáme také pana Arnolda Maxwelle, který je literárním vědcem, redaktorem, nakladatelem a spisovatelem. Dosud mu vyšly 3 básnické sbírky a jednotlivé básně také v antologiích a literárních časopisech. Jako literární vědec se věnuje zejména výzkumu westfálské literatury. Pracuje v Dortmundu, tak musím to trošku zkrátit. Herr Walter Fabian Schmidt ist ein Redakteur und Schriftsteller, der in Regen geboren wurde. Er arbeitet für die Literaturzeitschrift Poet und ist sicher auch bekannt als Mitarbeiter des Internetportals Poetenladen. Seine Gedichte wurden in verschiedenen Anthologien und Zeitschriften veröffentlicht und es erschien ein eigener Gedichtband Stimmapparat Vibrato. Manche kennen ihn vielleicht auch als Mitbegründer einer Münchner Lesereihe, Meine 3 lyrischen Ichs. Walter Fabian Schmidt, který je též nominován na Drážďanskou cenu Liriky, je redaktorem i spisovatelem. Pracoval pro literární časopis Poet a byl také přispěvatelem internetového portálu Poetenladen. Jeho básně vyšly v různých antologiích a časopisech a vydal už samostatnou básnickou sbírku Stimmapparat Vibrato. Spolu založil mnichovskou sérii čtení Má 3 lirická já. Vítáme též českého autora Ondřeje Škrabala, který byl nominován jako spisovatel a divadelní
Teda je spisovatelem a divadelním režisérem a byl nominován na Drážďanskou cenu lyriky za svoje zaslané příspěvky. Byl kdysi šéfredaktorem časopisu Psí víno a spolu založil pražské divadelní studio Rote. Jeho první kniha Platná pravidla pro herce vyšla v roce 2018 a napsal také text hry Zjevení pudla, kterou také režíroval. Pracuje pro rozhlasovou stanici Vltavo a píše pro časopisy. Wir begrüßen ebenfalls den tschechischen Dichter Ondřej Škrábal, der für den Dresdner Lyrikpreis nominiert wurde. Škrábal war Chefredakteur der Zeitschrift Psi Wiener und Mitbegründer des Prager Theaters Studio Rotte. Er ist also Schriftsteller und Theaterregisseur. Sein Debüt erschien 2018 und im selben Jahr schrieb er auch das Theaterstück, bei dessen Inszenierung er Regie führte. Außerdem arbeitet er für den tschechischen Radiosender Vltava und schreibt für literarische Zeitschriften. Der letzte, der zehnte Dichter, den ich Ihnen hier im Übrigen alle in alphabetischer Reihenfolge kurz vorstellen möchte, ist Christoph Wenzel, gebürtig in Hamm. Er ist Schriftsteller, Herausgeber und Redakteur. Christoph Wenzel ist auch Mitbegründer des und Betreiber des SICK Literaturverlags und publiziert das Literaturmagazin gleichen Namens. Er hat bislang 4 Gedichtbände publiziert, zuletzt Liedschluss. Seine Werke wurden vielfach veröffentlicht. Außerdem ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Posledním v abecedním pořadí nominovaným básníkem je Christoph Wenzel, který byl narozen v západoněmeckém městečku Hamu. Je spisovatelem, vydavatelem, redaktorem, také spoluzakladatelem a provozovatelem nakladatelství SICK, literární nakladatelství, a vydává stejnojmenný literární časopis. Dosud vydal 4 básnické sbírky. Jeho práce byly také publikovány v antologiích, časopisech a v rozhlase. Kromě toho pracuje jako vědecký asistent na Vysoké technické škole v Cáchách. Děkuji vám za pozornost. Teď bych to chtěla zase vrátit. Ich würde das jetzt gerne wieder zurücknehmen. Kannst du das machen? Wir möchten nun zuerst den Publikumsliebling bekannt geben. Im Laufe der letzten Tage, genauer gesagt seit Dienstag, gab es ja die Möglichkeit, im Internet sich die Videos und Präsentationen der meisten Finalisten anzuschauen und dann die Stimme demjenigen oder derjenigen zu geben, der oder die einen am meisten überzeugt hat. Diese Möglichkeit haben sage und schreibe über 440 Menschen genutzt. Und so wird nun gleich Herr Rüdiger Kupsch, Geschäftsführer der Euroregion Elbe-Labe, die den Publikumspreis auslobt, den Namen mit den meisten Stimmen bekannt geben. Před vlastním udělením ceny, Drážďanské ceny liriky, bychom vám chtěli prezentovat favorita publika. Během posledních 5 dnů se finalisté prezentovali na internetu vlastními videí a každá mohl hlasovat pro svého oblíbeného kandidáta. Tuto možnost využívalo přes 440 lidí z obou zemí. Pan Rüdiger Kupsch z Euroregionu Elbe-Labe, který uděluje cenu publika, nám teď prozradí, kdo přesvědčil nejčastěji. Prosím, bitte, Herr Kupsch. Auch von meiner Seite nochmal einen schönen guten Tag an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir als Euroregion Elbe-Labe sind natürlich sehr erfreut darüber, dass dieser Lyrikpreis so einen grenzüberschreitenden Charakter hat, zumal ja gerade beim Thema Lyrik diese Sprachbarriere zwischen Sachsen und Tschechien, die uns in vielerlei Hinsicht behindert, eine besonders hohe Barriere ist. Wir haben deshalb
den Dresdner Lyrikpreis, den Publikumspreis, im Rahmen unserer Möglichkeit unterstützt und ihn gestiftet. Wir nutzen das auch immer gleich aus, indem wir die Preisträgerin oder den Preisträger im nächsten Jahr zu den Tschechisch-Deutschen Kulturtagen einladen. Und das machen wir nicht nur, weil wir damit schon ein gewisses Publikum sicher haben, die teilgenommen haben an der Abstimmung. Deswegen zittern wir auch jedes Jahr, dass jemand aus Tschechien gewinnt. Und das ist auch dieses Jahr gelungen. Beim letzten Mal war das Jan Nemček als Preisträger von 2018, der 2019 bei den Kulturtagen zu Gast war. Das würde ich erstmal zum Übersetzen abgeben. Přeji vám dobrý den. Mám velkou radost vám dneska tady představit laureáta, teda držitele ceny publika. Máme také velkou radost, že tato soutěž má takovou přeshraniční povahu, protože zejména u tématu lyrika se nám zdá ta jazyková bariéra, ta překážka, kterou musíme překonávat v mezikulturní výměně, se zdá docela vysoká. Proto podporujeme tento projekt v rámci našich možností a udělujeme cenu publika. Využíváme této možnosti rádi také, protože laureáta zveme vždycky na následující ročník Česko-německých dnů kultury. Takže to děláme také proto, že doufáme, že se potom zúčastní hojně publikum právě tito fanoušci, kteří hlasovali pro laureáta ceny publika. Proto také doufáme, že to vyhraje český básník či česká básnířka, což samozřejmě nemůžeme ovlivnit, ale máme radost, že se to podařilo třeba před 2 lety, když cenu publika získal Jan Němček. Und auch in diesem Jahr haben wir wieder Glück. Es ist wieder ein Sieger aus Tschechien. Und die Entscheidung enthält noch ein zusätzliches kleines Bonbon für uns, denn der Sieger kommt auch aus der Grenzregion, wenn auch nicht aus unserer Euroregion. Und es ist der Mann in der Badewanne, der uns heute leider nicht in der Badewanne gegenüber sitzt. Herzlichen Glückwunsch, Ondřej Kristiník. Takže i letos jsme měli velké štěstí, že vyhrál cenu publika český účastník. A toto rozhodnutí nás potěší zejména také proto, že tento básník pochází též z pohraničního regionu, ačkoliv se nejedná o náš pohraniční region, ale teda jiný. Je to muž ve vaně, ačkoliv dneska ho tady srdečně vítáme, i když nebude sedět ve vaně, srdečně blahopřejeme panu Kristiníkovi. Prosím vás o svůj proslov. Hezké poledne. Mám radost, že se dnešní události můžu účastnit, co by vítěz ceny publika. Rozhodně chci vyjádřit své uznání všem ostatním soutěžícím za jejich příspěvky, zvláště pak Johannesi Kochovi a Atrinu Matuštíkovi, jejichž vklady považuji za nejzajímavější. Děkuji své milé Janele Zliků, která mi neocenitelně pomohla jak s tvorbou příspěvku, tak s oslovováním publika. Děkuji všem překladatelům a srdečně děkuji všem, kdo pro mě hlasovali. Děkuji své rodině a přátelům za podporu a zvláštní poděkování pak patří zaměstnancům nočního provozu brněnské pobočky České pošty, díky nimž jsem své básně mohl 3 minuty před uzávěrkou do Drážďan odeslat. Nepovažuji za moudré básnířky a básníky řadit do žebříčků jako závodní koně, ať už je měřícím klíčem popularita či teorií určené parametry. Mám ovšem radost, že v době karantény a z ní plynoucí kulturní deprivace bylo možné pomocí online hlasování přinést poezii publiku v Německu i v České republice. Děkujeme. Ich würde jetzt die Dankesworte von Herrn Ondřej Kristiník, dem Preisträger des Publikumspreises, ins Tschechische, ins Deutsche übersetzen. Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Ich freue mich sehr, dass ich an der heutigen Aktion als Preisträger des Publikumspreises teilnehmen darf.
Ich möchte hier ganz deutlich meine Anerkennung allen anderen Beteiligten des Lyrikpreises, des Wettbewerbes ausdrücken für ihre Beiträge, insbesondere Johannes Koch und Adrin Matuschtik, deren Beiträge mich ganz besonders beeindruckt haben, die mir am interessantesten erschienen. Ich danke meiner lieben Janele aus Lieg. Ohne ihre unbezahlbare Hilfe hätte ich meinen Beitrag gar nicht kreieren können. Sie half mir auch mit der Ansprache des Publikums. Ich danke den Übersetzerinnen und Übersetzern und ich danke ganz herzlich allen, die für mich gestimmt haben, die mir ihre Stimme geschenkt haben. Ich danke meiner Familie und ich danke meinen Freunden für ihre Unterstützung. Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeitern der Nachtschicht der Brünner Postfiliale. Sie hatten auch einen großen Anteil daran, dass ich meine Gedichte noch 3 Minuten vor Einsendeschluss nach Dresden schicken konnte. Ich halte es nicht für besonders geschickt, dass man Dichter und Dichterinnen wie Rennpferde in einen Wettkampf schickt, ob nun der Maßstab die Popularität ist oder von der Theorie festgelegte Parameter. Aber ich freue mich natürlich, dass in der Zeit der Quarantäne und den daraus folgenden kulturellen Restriktionen es mithilfe der Online-Technik möglich ist, abzustimmen und vor allem die Lyrik dem Publikum in Deutschland und in der Tschechischen Republik nahezubringen. Vielen Dank. Takže i my děkujeme. A teď bych poprosila hlavní porotu, teda představitelku hlavní poroty, paní Anja Utler, o svoje rozhodnutí. Ich bitte nun ein Mitglied der Hauptjury, das wird Frau Anja Utler sein. Ah, Entschuldigung. Zunächst soll Herr Christinik noch ein Gedicht lesen. Ich entschuldige mich, ich habe das... Entschuldigung, es geht auf mein Konto. Takže prosíme pana Christinika, já se moc omlouvám o prezentaci svých básní. Prosím. Mimochodem, vy říkáte básní, já jsem myslel, že mám mít připravenou jednu, ale klidně přečtu dvě. Jestli to... Ano, 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 klidně jednu, já se omlouvám, já jsem teď byla zmatená. V pořádku, v pořádku. Krmení síkor. Má modlitba se skládá ze slov, co já vím. Každé síkorce je pošeptám, až si přiletí prozob a cestou domů ke koruně si snad vzpomenou. Co já vím, co mě mohou naučit? Třeba o tom, jak hnízdí v dutině stromu, jako by zabydlovali zobcovou flétnu. Na jejich další přílet pak znovu počkám s pohoštěním v rukou. A co já vím, třeba se ten chléb promění a třeba se ta voda promění na dvakrát. Tak nebo onak, já budu o hladu, dokud mi z dlaní nezmizí i poslední drobek. Teprve poté je sepnu k sobě a pomodlím se už beze slov. Wir hören nun dieses Gedicht in deutscher Übersetzung. Meisenfütterung. Mein Gebet besteht aus den Worten, was weiß ich? Jeder Meise flüstere ich sie, wenn sie um Streufutter herfliegt. Und auf dem Heimweg zur Krone erinnern sie sich vielleicht. Was weiß ich, was sie mich lehren könnten? Vielleicht, wie sie nisten im Baumloch, sich einrichten würden in einer Schnabelflöte. Auf ihren nächsten Anflug warte ich dann wieder mit Bewirtung in Händen. Was weiß ich? Vielleicht wandelt das Brot sich und das Wasser vielleicht wandelt sich zweimal. So oder so, ich werde hungern, bis mir aus den Händen die letzte Krume entschwindet. Dann erst werde ich sie falten und werde beten, schon ohne Wort. Vielen Dank. Moc krát děkujeme i za překlad. A teď, vážené publikum, nastane chvíle, na kterou všichni netrpělivě čekáme udělení letošní Drážďanské ceny lyriky.
Prosím nyní o příspěvek členku poroty paní Anju Utler. Nun erleben wir die sicher schon ungeduldig erwartete Bekanntgabe des diesjährigen, des 13. Preisträgers des Dresdner Lyrikpreises, worum ich Frau Anja Utler, Mitglied der Hauptjury, herzlich bitte. Dankeschön. Dobrý den. Guten Tag. Ich habe die Freude und die Ehre, die Entscheidung der Hauptjury bekannt zu geben heute. Der Dresdner Lyrikpreis 2020 geht an Christoph Wenzel. Wir haben in den Gedichten der Nominierten sehr viel Bemerkenswertes gesehen. Wir haben deswegen auch ausführlich diskutiert und am Ende sind wir in der Jury dann doch zu einem einhelligen Ergebnis gekommen. Wir waren der Meinung, wir wollen in diesem Jahr Christoph Wenzel für seine Gedichte auszeichnen. Weil die Entscheidung einhellig war, hören Sie deshalb jetzt auch zur Begründung eine Collage der Stimmen der Jury. Ich nenne die Jurymitglieder nochmal, deren Stimmen Sie hören werden. Es waren Radka Denemarkova, Petr Hruška, Niko Bleutke, Richard Kaniewski, Christiane Filius-Jenne, Juliane Moschel und ich. Das Dorf ist tot, es lebe das Dorf. So ruft ein Mitglied der Jury angesichts der Gedichte von Christoph Wenzel und skizziert damit den Spannungsbogen, in dem sich Christoph Wenzels Gedichte bewegen. Christoph Wenzel betreibt eine klangstarke Provinz- und Heimatkunde. In Hörde ist er unterwegs und an der Emscher. Er kommt durch Dörfer, die nach ihrer 800-Jahr-Feier nur noch ehrenamtlich hier sind. Und so kommen wir mit ihm in einem ironischen Ton, der zugleich Wehmut wie Distanz anschlägt. So kommen wir also mit ihm durchs Hinterland und durch Industriebrache. Wenzel bringt uns auf die Sonnenseite der Bundesauto- und der Bundeskegelbahnen und an die Herz-Lungen-Maschinen aus Geld- und Zigarettenautomaten, die sicherstellen, dass diese Gegenden zwar vielleicht, wie es heißt, abgehängt, aber keineswegs abgeklemmt sind. Die Peripherie ist vom Untergang bedroht, und zwar deshalb, weil sie auch die Peripherie unseres Interesses ist. Tod, Abwesenheit, zur falschen Zeit im oder am falschen Land, das scheinen die Modi dieser Gedichte und dieser Gegenden, aber, und das sagen die Gedichte auch, das stimmt so nicht. Es bleibt bewohnte Gegend und wer noch da ist, trägt die Bürde der Börde. Denn das existenzielle Wissen dieser Gedichte, gerade an der Peripherie gedeiht das, was man aus Mangel an anderen Worten das Geheimnis der Existenz in ihrer ganzen tragikomischen Form nennen könnte. Und nochmal eine Stufe erdiger ins Wenzelsche Brackwasser in den umgewidmeten Badewannen gegriffen. Nicht nur der Mensch definiert Landschaft. Die Landschaft definiert vor allem uns. Und so reißt der Sprecher dieser Texte nicht nur durch seine private Kindheitslandschaft, er reist durchs kollektive Gedächtnis, aus dem seine Verse wiederum selbst nicht zu tilgen sein werden. Denn diese Emissionen der Jahrhunderte, die sich in die Körper eingewaschen haben, sind bei Christoph Wenzel immer auch sprachlich. Sie sind höchst musikalische, rhythmisch treibende Klangbilder, als zugleich regionale wie überregionale Tatsachen besetzen sie die Herzkammern und die Oberstübchen, wo das Totholz lebt. Es ist kein Zufall, dass sich in diesen Gedichten der Schotter fast nicht auf Schütter reimt. Diese Topographie mit Schwermetallen ist historisch durchlässig. Abgelagert hat sich immer auch das Unheimliche, das ganz und gar Unheimelige, das jeder Heimat immer ist. Und es drängt aus diesem schütteren Schotter ans Licht eine Jahrhundertkatastrophe im Schwemmland, das schwelt da ebenso wie geheime Reichssache, Hörderkeller, Genickschuss und wie auch das heute, in dem unsere Sicherheit
auch am Kirschlorbeer verteidigt wird. Dass Christoph Wenzels Texte diese Topografien, aber auch kreuzen mit den relevanten Mundarten der Milchkühe und wissen, wie nah Röhricht an Töricht liegt, das macht sie zu einem echten, wie wir in der Jury fanden, Lebendgewicht. Für diese vitalen Kreuzungen, dafür, wie diese Gedichte es selbst sagen, selten einmal, aber dann richtig. Kraftausdrücke, Kraftfutter, Momente größter Zärtlichkeit. Dafür verleiht die Jury Christoph Wenzel den Dresdner Lyrikpreis 2020. Herzlichen Glückwunsch, Christoph Wenzel. Vielen Dank, Frau Utler. Děkujeme za laudatio. Díky Olze Stehlíkové jsem tady schopna přečíst laudatio v češtině, protože je to dost náročná řeč, plná citáty z jeho básní a Olga Stehlíková ji bezvadně přeložila. Takže doufám, že ji budu moct stejně tak dobře přečíst, jak to psala. Děkuji, Olze. Porota dospěla k Drážďanskou cenu za poezii 2020 získává Christoph Wenzel. Porota dospěla k jednomyslnému rozhodnutí a proto uslyšíte jako odůvodnění koláž hlasu. Koláž hlasu Radky Denemarkové, Petra Hrušky, Nika Blojtkého, Richarda Kaněvského, Christiane Filius-Jene, Juliane Moschel a hlasu mého, teda Andi Utler. Vesnice je mrtvá, ať žije vesnice, zvolal jeden z členů poroty s ohledem na básně Christopha Wenzela, čímž načrtl oblouk napětí, na němž se tyto básně pohybují. Christoph Wenzel vnímá silnou pomístní a místní historii. Cestuje městečkem Hörde, prochází vesnicemi v povodí říčky Emscheru, které jsou zde po oslavě svého 800. výročí už jen nezaplaceně. A tak jdeme s ním v ironickém duchu, ve kterém zaznívá melancholie i vzdálenost současně, vnitrozemím a průmyslovou pustinou. Wenzel nás zavede na slunou stranu spolkové dálnice a spolkové kuželkové dráhy a do strojů na plíce a srdce složených z automatů na peníze a na cigarety, které zajišťují, že oblasti mohou být, jak se říká, odloučeny, ale ještě ne zcela odpojeny. Této periferii hrozí vyhnutí, protože je také periferií našeho zájmu. Smrt, absence, ve špatnou dobu nebo ve špatné zemi jsou, zdá se, módy těchto regionů, ale, jak sdělují i básně, ani to není docela pravda. Zůstává obydlenou oblastí a kdokoliv tam stále ještě pobývá, nese břímě zdejší nížiny. Protože toto je existenciální moudrost těchto básní. Právě na periferii vzkvétá to, čemu se z nedostatku jiných slov říká tajemství existence v celé její tragikomické podobě. A sestupme ještě o stupeň hlouběji do země, Wenzelovskou brakickou vodou v překlasifikovaných koupacích vanách na pastvině. Krajinu definují nejen lidé, ale především definuje krajina nás. Mluvčí těchto textů tedy nejen cestuje soukromou krajinou dětství, ale také kolektivní paměti, ze které nelze vymazat jeho verše. Protože tyto emise staletí, které se vmily do těla, jsou vždy také jazykové. Jsou to vysoce hudební a rytmicky vedené zvukové obrazy, jakožto současně regionální i nadregionální fakta vyplňují srdeční komoru a podkrovíčko, kde žije mrtvé dřevo.
Není náhoda, že se v těchto básních slovo štěrk sotva rýmuje se slovem řídký. Tato topografie s těžkými kovy je historicky propustná. Toto záhadné, naprosto a zcela cizí. Co je ale přesto současně také vlastní, je současně domovem. Sem bylo rovněž uloženo a z tohoto řídkého štěrku se tlačí na světlo. Katastrofa století, vlužní oblasti, doutná stejně jako hmota tajné říše. Hrdské sklepy, výstřel do krku a jako současnost, v níž naše jistota bude bráněna i na Bobkovišni. To, že se básně Kristofa Wenzela v těchto topografiích, ale také v příslušném nářečí dojnic kříží a vědí, jak blízko je rákosí k pošetilosti, je činí skutečnou živou váhu. Za tyto živoucí křižovatky, za tyto, jak říkají básně, zřídka jednou, ale pak správně výrazy síly, tedy nadávky, krmné koncentráty, momenty největší něžnosti, uděluje porota Kristofu Wenzelovi Drážďanskou cenu lyriky 2020. Gratulujeme. Noch einmal herzlichen Glückwunsch, Herr Wenzel. Ja, und nun ist es an Ihnen, sich trotz Überraschung zu äußern. Ja, ich bin ganz dankbar für die kurze Pause der Übersetzung, weil ich doch ziemlich gerührt bin, muss ich sagen. So konnte ich mich ein paar Minuten sammeln und möchte auch ein paar grüßende und dankende Worte loswerden. Die muss ich aber ablesen. Vom Westrand, direkt an der Grenze zu den Niederlanden und Belgien, schicke ich meine Grüße einmal quer und mitten durch die Republik nach Dresden, an die Grenze zu Tschechien, über die Grenze hinaus und in alle weiteren Richtungen. Ich sage wirklich sehr, sehr glücklich und gerührt Danke. Ich sage es gleichzeitig aber auch mit einem gewissen Bedauern, denn auch wenn Gedichte in der Regel allein und am Schreibtisch geschrieben werden, gibt es doch letztlich keine Gedichte ohne Begegnung, ohne Austausch mit dem und der anderen, ohne Reibung, ohne Irritation und Sympathie, ohne Zusammenkunft und Berührung. Ich vermisse die KollegInnen, die ich bereits kenne, und ich vermisse fast noch mehr die Begegnung mit allen, die ich noch nicht kenne. So wichtig es ist, dass dieser Wettbewerb auch in diesen Zeiten stattfinden konnte, dass Kultur und Poesie sichtbar bleiben, so sehr wünsche ich uns allen auch möglichst bald einen gemeinsamen physischen Ort. Einen, wenn ich mich dabei einmal kurz selbst zitieren darf, Lichthof für die Gäste um uns. Auf bald, auf eine erste Begegnung im Wiedersehen. Und bleibt alle gesund bis dahin. Danke. Zdravím ze západního kraje, okraje Německa, přímo z hranice s Nizozemskem a Belgií, přes celou republiku do Drážďan, na hranici s Českou republikou, přes hranice a do všech ostatních směrů. Velmi, velmi šťastně říkám děkuji. A zároveň to říkám s velkou lítostí, protože i když jsou básně obvykle psány o samotě, u stolu, nakonec neexistují žádné básně bez setkání, vzájemné výměny, bez tření, bez podrážděnosti a sympatií, bez kontaktu a bez dotyku. Chybějí mi kolegyně a kolegové, které už znám, a snad ještě více mi chybí setkání s těmi, které ještě neznám. Jakkoliv je důležité, aby se tato soutěž mohla konat i v těchto dobách, aby kultura a poezie zůstaly přítomné a viditelné,
Přeji nám všem co nejdříve společné fyzické místo nějakou, pokud se zde smím citovat sám, světlina pro hosty kolem nás. Na velmi brzkou, první shledanou, do té doby buďte všichni zdraví. A já tady děkuji zase Olze Stehlíkové za výborný překlad. Ich bitte nun Herrn Wenzel, zwei seiner Gedichte vorzutragen und es folgt dann in tschechischer Übersetzung Olga Stehlíková. Das Dorf ist ziemlich alt geworden. Es ist im Grunde nur noch ehrenamtlich hier. Führt seine Selbstgespräche über seine 800-Jahr-Feier in den späten 70ern. Ausgestorben sei die Dorfmitte, aber das stimmt so nicht. Sie ist noch immer angeschlossen an einen Geld- und einen Zigarettenautomaten, die Herz-Lungen-Maschine. Schütter, die Hecken um den Schotter, irgendwie hager in den Vorgärten Vorherbst. Die Zukunft ist noch sichtbar. Man kann sie regelrecht zählen. Die Solarpaneele auf den Eigenheimen, leeren Hofstellen. Im Kirchturm nistete seit je ein Falke, einer Dorfnovelle entkommen. In seinen Ohren klingen noch die Lautverschiebungen der Glocken. Aber zugegeben, unverbaubar auf der Regenseite ist der freie Blick auf die Bundesauto- und die Bundeskegelbahn auf der Sonnenseite. Ländlich, der Mundraum, die Zunge und der weiche Gaumen, die Dialekte ziehen sich längst aus der Fläche zurück. Mit einem Groschen ließe sich vielleicht noch ein rostiges Wort für Groschen aus dem Automaten ziehen, dem letzten vor der Autobahn. Ein Grauschnäpper im Blumentopf presst eine halbe Volksliedstrophe aus dem Kopf, ein Hund schlägt an auf platt. Beim Zensus entdeckt man aus Versehen blinde Flecken, also werden Seelen gezählt, Schäfchen, Silben auf den Klingelschildern. Hier Schultheiß, Schulte, da Neumann, Neander, unter ferner Liefen dann Bachum, Tacken, Balachesen. Christoph Wenzel, ta vesnice byla celkem stará, vlastně je to už jenom neplaceně. Sama se sebou vede rozhovory o oslavě 800. výročí v pozdních 70. Střed vesnice vymřel, i když to není docela pravda. Ještě je pořád napojen na automat na peníze a na cigarety, na mimotělní oběh. Prořídlé živé ploty okolo sutí, jaksi vytáhlé, v předzahrádkách předčasný podzim. Budoucnost je ještě zřetelná, dá se, jak se patří, spočítat. Solární panely na rodinných domech, prázdných dvorech. V kostelní věži vždycky hnízdil sokol, uniklý z novely. V jeho uších znějí ještě posouvání hlásek zvonů. Uznejme však, volný výhled na dálnici a kuželkovou dráhu na dešťové straně je nezastavitelný na slunečné straně. Vesnická ústní dutina, jazyk a měkké patro, dialekty dávno z tohoto prostoru ustupují. Za groš by se snad ještě dalo vytáhnout rezavé slovo za groše z automatu, posledního před dálnicí. Lejsek šedý v květináči drtí z volátka půl sloky lidové písně. Pes štěká v nářečí. Při sčítání lidu se omylem objeví slepá místa. Tak se počítají duše, ovečky, slabiky na jmenovkách zvonků. Zde Schultheis, Schulte, tam Neumann, Neander. Za zmínku už nestojí. Prašule, chechtáky, love. Vielen Dank, moc krát děkujeme za čtení.
Teď se můžeme trošku uvolnit a já se podívám, jestli jsou otázky z publika. Ja, jetzt fällt wahrscheinlich so ein wenig die Spannung von allen ab und es gibt die Möglichkeit, Fragen aus dem Publikum zu stellen, die dann hier beantwortet werden, soweit das möglich ist. Ich würde jetzt mal unsere technische Chefin fragen, ob es Fragen aus dem Publikum gibt. Nein, es gibt derzeit keine Fragen. Es gibt nur noch mal einen Dank von Juliane Moschel, die sich bei der Organisation bedankt. Die sagt, dass hier alles super funktioniert und auch noch mal gefragt hat, wie viele Leute wir gerade im Zuschauerraum haben. Die Frage habe ich schon beantwortet schriftlich. Vielleicht haben es auch schon einige gesehen. Es sind 24, die uns gerade zuschauen. Und ansonsten hat der Jonas Hayek, der ja auch die Jury-Sitzung gestern geleitet hat, noch mal die Bewunderung für unsere Moderatorin in ihrer anstrengenden Doppelrolle aus Moderation und Dolmetscherin zum Ausdruck gebracht. Ansonsten sehe ich bisher keine Fragen, ansonsten ist jetzt die Chance. Takže máte teďkon, prosíme vás, vážené publikum, o dotazy. Současně je vás 24, teda jsou 24 jakoby online diváci v naší virtuální místnosti. Paní Moschel z Městského úřadu pro kulturu a ochranu památek děkuje všem. Pan Hájek, Jonáš Hájek, který včera řídil, moderoval spíš zasedání poroty, nás slyší taky. Je to fajn, Jonáši, vítám tě. Also Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Máte teďkon možnost klást otázky. Pokud ne, wenn das also nicht der Fall ist, dann würde ich jetzt Frau Anne-Kathrin Klepsch, die zweite Bürgermeisterin der Stadt Dresden, um ihre abschließenden Worte bitten. Ja. Prosím tedy paní Klepsch o závěrečný proslov. Ja, zunächst darf ich den Preisträgern des Publikumspreises und des Dresdner Lyrikpreises auch nochmal von meiner Seite einen Glückwunsch aussprechen, lieber Herr Wenzel, alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum diesjährigen Lyrikpreis und André Christnik, herzlichen Glückwunsch auch für den Publikumspreis. Ich freue mich sehr für Sie, dass Sie die Jury überzeugt haben und offenbar auch einstimmig, wie wir gerade gehört haben. Und an dieser Stelle bleibt nur noch mal allen Beteiligten zu danken, den Organisatorinnen für die Vorbereitung unter sicherlich ganz einfachen Bedingungen, allen UnterstützerInnen für den diesjährigen Lyrikpreis, ideell, organisatorisch, finanziell. Ein ganz besonderer Dank auch jetzt am Abschluss der Preisverleihung geht nochmal an die Jury, auch für die doch Vorbereitung der Laudatio. Ich weiß, es ist nicht immer so einfach, auch eine gute Laudatio unter Zeitdruck zu formulieren, aber Sie haben zumindest mich überzeugt, dass Sie sehr fundiert die Preisträger ausgewählt haben. Und ein ganz besonderer Dank möchte ich auch an dieser Stelle nochmal an Jana Krötsch richten. Liebe Frau Krötsch, Sie haben in bewährter Art und Weise uns durch die Preisverleihung geführt und auch noch gedolmetscht, simultan gedolmetscht, das ist nicht so einfach, vielen Dank. Also an der Stelle mein Beifall. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich kurz in die Zukunft blicken. Wir sind zumindest in Deutschland mitten im zweiten Lockdown und insofern kann ich nur sagen, lassen Sie uns das Beste aus der Situation machen, den ruhigen November vielleicht nutzen, auch für mehr Lektüre, für Lyrik, um Lyrik wiederzuentdecken, und allen, die das Gefühl haben, sie würden gerne was Neues lesen, möchte ich auch ans Herz legen, dann kaufen Sie doch auch wieder mal ein Buch. Die Autorinnen, die Buchhandlungen brauchen auch diese Unterstützung, und auch Weihnachten ist ja nicht mehr allzu fern. Insofern eine wunderbare Gelegenheit, auch Lyrik, Literatur zu verschenken.
Meine Damen und Herren, ich glaube, die diesjährige Preisverleihung auch mit dem erweiterten Online-Format war eine gute Bereicherung auch für den Preis. Und ich nehme mir vor, mit den Organisatorinnen, auch mit dem Kulturamt der Stadt, das nochmal so zu besprechen, dass wir diese Online-Unterstützung beibehalten. Ich glaube, das tut den Autorinnen auch den Preis sehr gut und dass wir auch in Zukunft dieses zusätzliche Format mit nutzen werden. Und schauen wir kurz ins nächste Jahr, 2021. Da wird es keinen Lyrikpreis geben, er wird nur alle 2 Jahre verliehen. Aber im nächsten Jahr wäre dann wieder der Aufruf für den Preis in 2022. Und ich hoffe, ich drücke uns die Daumen, dass wir auch im nächsten Jahr uns wieder sozusagen zwischen deutscher und tschechischer Seite wieder wirklich analog begegnen können, uns vortreffen können auf beiden Seiten der Grenze und nicht nur im Internet und damit auch den Kulturaustausch in der Literatur und auch in allen anderen Genren befördern können. Und ich freue mich schon und ich hoffe mit Ihnen gemeinsam auf den nächsten Lyrikpreis in 2022, der dann hoffentlich unter besseren Bedingungen stattfindet, analog und digital. Und alle Lyrikerinnen, Autorinnen, die jetzt dabei sind, möchte ich schon einladen. Ja, trauen Sie sich wieder und bleiben Sie dem Schreiben treu. Und an dieser Stelle noch einen schönen Sonntag. Chtěla bych poděkovat na tomto místě ještě jednou panu Wenzelovi za obdržení Drážďanské ceny lyriky 2020 a také panu Kristýníkovi za cenu publika. Srdečně vám blahopřeji k tomu. Mám velkou radost a musím říct, že hlavní porota, která dneska tady osobou paní Utler vystoupila a odůvodnila svoje rozhodnutí, mě úplně přesvědčila a jak jsme slyšeli, rozhodli také jednomyslně. Děkuji všem organizátorkám, organizátorům za přípravu této nelehké akce, tohoto programu, který musel být jakoby předělán. Děkujeme všem podporovatelům Drážďanské ceny lyriky, ať už ideím nebo finančním. Děkuji hlavní porotě také za přípravu laudácia, což je velmi náročná práce, která se musí stát přes noc, de facto pod vysokým časovým tlakem. A musím se přiznat, že jste mě přesvědčili. Takže děkuji všem. Chtěla bych se ještě podívat do budoucna. Co nám přinese budoucnost? Současně se pohybujeme nebo nacházíme bohužel v druhém lockdownu a jsme vlastně nuceni z toho udělat to, co můžeme, to nejlepší hold. Možná, že takový klidný listopad nám přinese možnost zase více číst, zabývat se literaturou, samozřejmě i poezií. Něco možná i znovu objevit. Také máme možnost koupit knihy, aspoň tady v Německu. Já nevím, jak je to v Čechách, ale v Německu knihkupectví jsou otevřena. Takže využijte možnosti a kupte literaturu. Za chvíli tady budou Vánoce, máte možnost také darovat zakoupené knihy i lyrické, poetické. Mám za to, že letošní formát online, formát udělení Drážďanské ceny lyriky je skutečným obohacením této soutěže, tohoto procesu. A domluvím se se svými kolegyněmi a kolegy, jak bychom mohli do budoucna zůstat, respektive dále využívat tento formát pro cenu lyriky, jako podpůrnou možnost, samozřejmě, ne jako samotnou, ale jako dodatečný formát. Když se díváme do budoucna, tak v příštím roce 2021 cena lyriky udělena nebude, protože se uděluje jenom každý druhý rok, ale příští rok už následuje další začátek soutěže.
Takže vás všechny vyzvu a zvu, abyste se zúčastnili. Moc se samozřejmě těšíme na analogická setkání mezi českými a německými básnířkami a básníky. Samozřejmě mezi námi všemi, kteří se spolu podílíme na výměně v oblasti kultury. Těším se na další Draženskou cenu lyriky v roce 2022, která se snad může konat za lepších podmínek. Zvu vás všechny, abyste měli odvahu se znovu hlásit do soutěže a ještě jednou řeknu, že se na to těším. A teď vám přeju ještě krásnou neděli. Já taky. Jo, děkujeme ještě jednou všem. Já nevím, jestli má ještě někdo nějaký přání, chce někdo ještě něco říct. Ich würde jetzt gern alle hier auf dem Podium fragen oder im Zuschauerraum, ob noch jemand etwas abschließend sagen möchte. Ansonsten wünsche auch ich Ihnen einen wunderbaren Sonntag, möglichst mit Gedichten, mit Lyrik. Ja, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann also auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ob nun im online oder analogen Raum, auf Wiedersehen auf jeden Fall mit Literatur. Naschledanou a přeji vám krásnou neděli a také osobně ještě jednou blahopřeji. Naschledanou. Auf Wiedersehen.